sind hier am Feuerwehrgerätehaus in Eichthal-Eich. Wir wurden um kurz nach 22 Uhr zu einem Gartenhüttenbrand außerhalb Eichs alarmiert, zwischen Eich und Boland. Der wurde abgelöscht, der Gartenhausbrand, und als wir uns bei der Leitstelle dann einsatzbereit gemeldet haben, haben wir den nächsten Einsatzauftrag erhalten zu einer unklaren Rauchentwicklung, parallel zu B27 in Richtung Gutenhalde, und dort war dann ein Holzstapel, der im Vollbrand stand. Es waren rund 12 Festmeter Holz, die da gebrannt haben, die haben wir händisch auseinandergezogen, haben sie gewässert, anschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert und dann die Einsatzstelle den Besitzer des Brennholzes übergeben. Wir waren in Summe mit 4 Einsatzfahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz.